Das kam jetzt komplett unerwartet. Zweite Nacht ist angebrochen. Wie viele Nächte gibt es? Ich hoffe nicht so viele. Ich glaube, wir können sofort gehen, ne? Flashlight mitnehmen und eine Bombe oder was ist das hier? Umbrella, Umbrella. Take the Umbrella. Es klopft. Ach, wir haben auch ein Klo. Ja, gut. Schön. Der Cut war gruselig, ja. Ein Paket. Mach auf. Open it? No. Lass das Paket Paket sein. Wir müssen das, glaube ich, mitnehmen. Hier haben wir wieder eine Videokassette. Eine Spanner am Start hier. Wo ist es? Was hast du denn jetzt da in der Hand? Ach, das ist der Regenschirm. Ja, habe ich auch immer zu Hause auf. Wissen viele nicht. Aber sicher ist sicher, ne? Möchtest ja auch nicht zu Hause nass werden. Look close. Look closely into the Fernseher. Das könnte ich jetzt gar nicht sagen, wo das ist. Also auch gelbe Band. Allerdings sah das irgendwie so aus, als wenn das hier in diesem Bereich wäre. Also draußen, ne? In diesem kleinen Vorort hier. Oh ja, es regnet. Oh, oh. Und ich weiß immer noch nicht, wie wir zu dem Laden kommen, genau. Das habe ich letztes Mal nur durch Glück gefunden. Ja, unter der Dusche, ne? Du auch, ich auch. Also, jedes Mal. Weil sicher ist sicher, willst ja nicht nass werden, ne? Ach so. Da musst du den auch schon aufhaben. Ich laufe jedes Mal den gleichen Weg. Hier ist es. Hier komme ich runter. Wunderbar. Wir haben es. Wir sind unten. Wir sind da. Wunderbar. So, gehen wir mal die große, folgen wir mal der großen Straße hier. Ich glaube, das war letztes Mal ziemlich erfolgreich. Sie ist halt nichts, ne? Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich werde dann so nächste Woche werde ich dann mal, glaube ich, anfangen mit dem neuen Discord-Server dann. Dann machen wir den nämlich ab 18. Ich habe da nämlich noch ein paar Ideen, was man da noch so einbauen kann. Und der alte wird dann bestehen bleiben. Das ist dann so für jedermann. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, weil das Problem ist, ich habe da so viele Sachen eingestellt. Das ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich da dran komme. Ich habe zum Beispiel das Regelwerk, habe ich nicht gefunden. Ich finde ums Verrecken nicht das Regelwerk, wo ich das ändern kann. Weil das macht dann natürlich überhaupt keinen Sinn mit dem Anschreiben, ne? Das ist ja... Moin Meister. Dachtest du, kriegst mich? Nee. Hab dich doch gerochen. Hab dich in der Tür gesehen. I promise I won't do it again. Er wird es nicht nochmal machen. Oder er wird es nochmal machen. So schnell war ich jetzt nicht. War das not, mein Freund? War das not oder wirst du es nochmal machen? Ich wünsche dir was. Schöne Fahrt. War schön Walk. Ohne Regenschirm. Geht der mit Regenschirm oder ohne? Wir gucken. Wir kontrollieren ihn. Tja, blöd gelaufen, ne? Ohne Regenschirm ist blöd, ne? Ich hab einen. Aber den habe ich jetzt nicht. Shit. Tür. Hallo. Wunderbar. Okay, Zettel abchecken. Wir haben das Spiel langsam drauf. So, some products were missing on the shelf. Always keep the shelves full. That's our motto. Okay, so please restock them by tomorrow morning. Your manager. Wir sollen also die Regale auffüllen, die leer sind. Wie zum Beispiel und auch da und so. Ist das auch so eine Magic-Tür eigentlich? Ja, ja, ist sie, aber weiß nicht, was sie zeigt.
Also, Products hier. Produkt. Die guten 80 Gramm Dinger. Sind das die? Aber wo ist denn leer? Braun leeres. Davon haben wir aber ordentlich, ne? Sortiment. Hier. Bam. Restock. Yes. Rein damit. Okay, fehlt noch was. Magazine vielleicht? Ne, hier. Die ganze Tiefkühle ist leer. Und auch hier unten, glaube ich. Gehen wir mal weiter gucken. Wir haben zu tun. Das ist immer gut. So, das müsste für die Tiefkühle sein. Auch so eine Zaubertür. Wir hätten die Tür zugemacht. Ich wurde eingesperrt. Hallo, Hilfe. Kann ich mich hinknien? Nein. Hallo, Hilfe, ich bin hier eingesperrt. Kann mir irgendjemand hier... Hallo? Da ist jemand. Da, siehst du? Da läuft jemand. Glaube ich. Sieht so aus, als würde jemand an der Kasse stehen. Die Tür müsste mal repariert werden. Ah, jetzt geht's wieder. So, ich bin sofort bei Ihnen. Okay, war doch keiner. Bleib sie ruhig, Hilfe ist unterwegs. Ja, Hilfe ist angekommen. Vielen Dank. Hilfe ist Gott sei Dank angekommen. Aber irgendwie keiner da. Da, jetzt schon wieder. Bim, bim. Oh, diese verdammte Tür, ne? Und dann ist nie jemand da. Doch, da ist einer. Oh, Meister, hier. Ich komme gleich. Ich muss eben die Produkte auffüllen. Kein Problem. Da. Du kommst aber aus einer ganz anderen Zeit, oder? Was ist denn mit dir los? Hammer da. Ja, grüß dich. Mit der Klima oder was? The boss seemed desperate in keeping the food fresh. Also, irgendwie ist die Klima der Anlage oder das Kühlding da ausgefallen. Bei den Produkten. To work in this late. Er hasst es so spät zu arbeiten. Aber er wird dafür gut bezahlt. Ich soll ihn nicht beachten. Er macht es eben schnell und gut ist. Wieso? Möchtest du ihn auch buchen? Hä? Was ist das für eine Qualität und das hier? Hallo? Was ist denn da los? Da war was. Hast du das gesehen? Da ist jemand aber weggekrochen, aber ganz, ganz gruselig. Also hier haben wir schon mal eine HD-Kamera am Start. Die draußen noch nicht. Die sind noch nicht so gut. Da könnte ja jeder kommen. Naja, ich hab dich doch schon erwischt. Du willst den doch auch buchen. Hab ich doch direkt gesehen hier. Ich will raus. Lass mich raus. Kann man die Kamera auch noch irgendwie einstellen? Nee, leider nicht. Also, schade. Sollen wir mal nach draußen gehen und gucken? Ich glaube, wir müssen nämlich gar keine Produkte mehr auffüllen, oder? Oder war ich damit einfach noch gar nicht fertig? Das kann auch sein. Wir gucken mal. Gucken nochmal, ob hier irgendwelche Produkte sind. Auf jeden Fall haben wir da irgendjemand kriechen sehen. Wahrscheinlich auch wieder das Kind oder die junge Frau. Ich weiß nicht genau, was es ist. Wir kommen auf jeden Fall raus. Moin, Meister. Wir sind jetzt echt einmal um den Laden herum, aber hier liegt auch was. Was sollen wir denn damit jetzt machen? Was sollen wir denn reparieren oder soll ich dem einen draufhauen? So, jetzt reicht es. Ich komme. Ich habe eine Waffe und ich werde sie nutzen. Und ich werde auch... Was? Fahrrad? Fahrrad? Hier wohnt jemand oder was? Was soll das darstellen? Einen kleinen Schuppen.
Hat's gebimmelt? Jetzt repariere ich's. Hey, jetzt habe ich einen Schlüssel gefunden. Vielleicht für die Hütte. Also ihre Hand dreht durch, wenn sie versucht, es zu greifen. Sie hat so das Gefühl, dass irgendjemand versucht, sie anzufassen. Also kriegen wir sie nicht auf. Sie kann sie nicht öffnen. Aber wahrscheinlich dann für später. Die ist auf jeden Fall jetzt auf die Tür. Ja, hoffentlich ging das nicht bei Karaoke auch, ne? Mit dem, dass die Qualität ein bisschen besser ist. Oh, das wäre super ärgerlich. Fällt mir gerade so ein. Oh, das wäre richtig ärgerlich. Eieiei. So, da könnte ja jeder kommen. Wer bist du denn, weißes Mädchen? Hallo? Hallo? Ach so, warte, Entschuldigung. Meine Hand dreht auch manchmal durch, ja. Das haben Hände einfach so an sich. Manchmal ist das so. Badabing! Hey. Nein, mein Kollege ist hinten im Schrank. Ich kann das nicht glauben. Welcher Manager oder welcher Boss packt ein Mädchen oder stellt oder hier Mitternachtsschicht. So, pass auf. Weitermachen. Setz sie zur Mitternachtszeit ein. So. Du hast wohl keine Wahl. Aber sie gibt uns ihren charmanten Schutz. Talisman. Gut gerettet. Wunderbar. Take it, we taken it. Ah, ich wette, der Ladenbesitzer hat eine Leiche im Schrank. Das könnte echt sein. Irgendwie ist da was. Ihre Hand dreht durch. Ja, die war auch nicht ganz koscher. Gucken, was als nächstes kommt. Hatten wir irgendwie eine Aufgabe? Oder haben... Nee, haben wir doch schon gemacht. Wir müssten eigentlich jetzt nur noch auf den Paketlieferanten warten, ne? Weil der kommt ja immer zum Abschluss. Glaube ich, hoffe ich. Wir könnten die Kamera nochmal checken. Ja, mit dem Talisman ist alles gut. Wieso ist die Kamera so eine blöde Quali und die ist super? Die ist auch kacke. Die ist kacke. Die ist kacke. Die ist super. Das ist eine richtige Kamera hier. Überlebe die Nacht. Die überleben wir doch. Gar kein Problem. Stempeln uns hier aus. Zack. Nächsten Tag. Nächste Nacht. Wir haben auch einen Talisman am Start. Also kann ja eigentlich gar nichts schief laufen. Meine Hand dreht durch. Ja. Aber manchmal so Zuckungen drin. Hallo. Bill. Ich habe alle meine Aufgaben erledigt. Ich komme doch nicht hinten rein. Wir gehen nochmal gucken. Toll, jetzt guckst du ein Regal an. Super. Super Sache. Irgendein Geräusch. Schleifen. Weiß halt nicht, was sie angeguckt hat, ne? Ich glaube, draußen vielleicht irgendwas. Wir gehen gucken.
War ja eigentlich in eine andere Richtung, aber irgendwie habe ich das gerade hier auch gehört. Und ich wollte ja hier sowieso einmal gucken. Aber sie kann sie immer noch nicht öffnen. Die ist zu schwach. Gibt es vielleicht ein Werkzeug oder so? Ein Werkzeug. Wir gucken. Was ist das denn? Was kriege ich hier schon wieder nicht mit? Es regnet rein. Das ist ja scheiße. Nee, jetzt regnet es nicht mehr rein. Gerade hat es kurz reingeregnet. Doch, es regnet rein, ne? Gerade waren noch Tropfen. Du kannst mir doch sagen, was du willst. Gerade waren Tropfen. Hallo? Oh, lassen wir das einfach. Ach hier, der Kollege ist das. Psst. Hier regnet's auch rein. Oh nein. Das macht mein Kollege. Toll, dass ihr alle Geräusche habt, wo ich aber nicht weiß, wo die herkommen. Tipp, 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 hört sich an wie die Kasse. Ah, ja, genau. Geist und so. Vielleicht, maybe. Mit der Cam sehen wir das. Was haben wir denn? Gibt es vielleicht ein... Achso, das hatten wir schon. Die Toilette dreht durch. Das ist korrekt. Oh, Hallöchen. Oh, ein großer. Oh, eine große. Holy moly. Jetzt die Kamera auch kaputt. Super schlecht. Das Problem ist nur, dass die mich nicht catchen, ne? Also, die Jumpscares hier bis jetzt bei Schillers Art haben mich noch nicht wirklich gecatcht. Bei Karaoke hatten wir, glaube ich, doch ein, zwei hatten wir, aber das war nicht so tragisch. Jetzt haben wir auf jeden Fall etwas aufgenommen. Wo ich jetzt nicht gelesen habe, weil ich erzählt habe. Und Multitask und so. Es regnet einfach in die Toilette hinein hier, also Badezimmer ist undicht. Was ein Mist. Mach zu, dann höre ich das nicht. Hast nichts Wichtiges verpasst? Ja, ich hätte gerne gewusst, was das jetzt für ein Zettel ist. Ist das so ein Siegel? War das ein Siegel zufällig? Womit ich böse Geister fernhalten kann. Einsperren kann. Ja. Da liegt jemand. Der Manager. Jetzt geladen? 4. Oh, die Ratten. Die armen Kleinen. Und bist du unser Freund? Manager? Manager. Die Nummer 4 oder was? Wer klopft da? Hallo. Richtigen Beat. Richtig.
geil. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es war sehr, sehr komisch. Was ein Albtraum. War das alles nur ein Traum? Ja, keine Ahnung, was da jetzt, keine Ahnung, was das war. Also, ganz, ganz merkwürdige Nummer. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Wir brauchen einen Schlüssel oder müssen noch irgendetwas erledigen, damit wir wieder rauskommen, wieder unsere Schicht antreten können. Vielleicht müssen wir erstmal wieder was essen. I don't know. Finden wir es heraus. Da oben hat mich doch was angeleuchtet. Doch nicht. Okay, Kühlschrank ist halt leer. Wir haben auch nichts. Brauchen wir auch nicht. Wenn du in so einem Store arbeitest, kann ich auch nichts machen. Aber da sehen wir auf jeden Fall den Store. Was haben wir hier noch? Ist ein leerer Karton. Ah, hier haben wir noch was zufällig. Wunderbar. Nächste Kassette rein. Und was heißt denn jetzt auf einmal der Ton so laut? Auf einmal der Ton angestiegen hier. Hast du nichts wichtig? Also das hatte ich schon. Also, da würde ich ja nicht nochmal hingehen. Das ist das Haus oder die Hütte in kleiner. Die bezahlen mit dem Handy, ne? Die bezahlen einfach mit dem Handy mit einem QR-Code, aber hauen sich hier noch VHS-Kassetten rein oder was? Müssen dafür einen Adapter schon nehmen? What? Ganz merkwürdige Nummer hier. Wir gehen raus. Wir gehen einfach raus. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber wenigstens sehen wir jetzt wieder ohne Regen ein bisschen besser. Da erkennst du besser das Schwarz einfach, ne? Einfach viel entspannter und schöner. Ob diese Brücke vielleicht? I don't know. Was das darstellen soll. Hier irgendwo gibt es hier den kleinen, die kleine Verzweigung, wo ich runterkomme. Da. Nicht nochmal verpassen. So, mal gucken, was uns jetzt erwartet. Die nächste Schicht beginnt bald. Ich bin gespannt. Großer Geist hatten wir schon. Den kleinen. Der war mir lieber. Der Typ sitzt da nicht, wenn ich das richtig sehe. Nee, der ist nicht da. Der hat nur einmal vorbeigesehen. Wollte uns warnen. So, unser Kollege ist nicht am Start. Jetzt haben wir ein großes Problem. Oder er will uns wieder erschrecken. Wir haben auch keinen Zettel, weil der Manager nicht da ist. Wir haben auch kein Einstempeln, weil der Manager nicht da ist. Wir müssen wahrscheinlich zu dem Haus. Zu der kleinen Hütte. Trotzdem mal einmal die Kamera checken. Vorher, bevor wir irgendwas machen. Alles sauber. Clear. Wir gehen rein. Wir checken nochmal die Toilette. Ohne. Was sollt ihr sein? Nägel oder Holzdinger? Ich weiß nicht, was ihr darstellen sollt. Aber auf jeden Fall komisch. Aber wir sind jetzt anderes Business. Wir verkaufen jetzt alte Fernseher. Da lohnt sich auch viel mehr. Habe ich kurz mit dem Manager gesprochen. Bisschen Boden verschönert und auch Fernseher eingekauft. Hallo? Die Toilette ist auch nicht mehr so modern jetzt, ne? Fehlt die Apparatur.
Hallo? Keiner da? Okay, raus komme ich nicht. Kann ich die Kamera ja checken eigentlich? Mal gucken, ob das geht. Also ich komme da einfach so entspannt lang, aber ich komme da nicht rein. Doch, ich komme da rein. Hab nichts gesagt, wir checken die Kamera. Okay, rein da. Kamera wird abgecheckt. So. Oh, schön, ne? Also das Bild gefällt mir echt gut. Da ist er. Oh, sie. Das ist eine sie. Das ist eine kleine sie. Oh, ein Junge. Weiß ich nicht. Ich sehe es nicht. Hier, wo ist es? Da. Ist wahrscheinlich das, was passiert ist in einer anderen Zeit. Ist ein Junge. Ist ein Junge. Glaube ich. Ja, ist ein Junge. Da, das wüsste ich auch gerne. Ich glaube, entweder super große Nägel oder ich weiß es noch nicht. So, jetzt aber. Jetzt will ich wissen, was du bist. Komm, 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 komm. Hab mir heute auch welche geholt. Was denn? Oh, was habe ich nicht mitgekriegt? Oh, jetzt sehe ich nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Ich glaube, ein Junge. Wenn das passiert gleich was. So kaputte Stahlträger oder was. Könnte auch sein. Könnte auch sein, aber... So kleine, wofür verwendest du die? Oh, jetzt habe ich den Jungen verpasst. Was habe ich ihn gerade verpasst? Hast du nichts Wichtiges verpasst? Das war von ganz, ganz früher. Ich gehe mal kurz Orange vernaschen, die so saftig sind. Mache ich das direkt in der Küche. Nimm dich mal auf dem Ohr mit. In der Küche die Orange vernaschen, die so saftig ist. Oh, oh, oh. Ja, dann viel Spaß. Spritz aber nicht zu viel rum da, ne? Das musst du sauber machen. Da ist er wieder. Soll ich rausgehen mal? Und mal gucken, was er möchte? Hab mir heute auch welche geholt. Orangen sind einfach super lecker. Ja, aber auch super spritzig, ne? So, wo ist er? Ja, könnte sein, von den Geräuschen her, dass das irgendwie doch was mit Stahl zu tun hat. Aber trotzdem. Also irgendwie ganz, ganz merkwürdige Dinger. Aber vielleicht ergibt das ja gleich irgendwie noch einen Sinn. Hallo, kleiner Mann. Ich glaube, ich muss dem einfach weiter verfolgen auf der Kamera. Oder ich muss den Fernseher anmachen. Muss ich den Fernseher anmachen, den er angemacht hat? Weil ich kann ihn nicht mehr aufschalten, leider. Jetzt wird's laut. Nee, ist falsch gewesen. Ich muss wahrscheinlich die anmachen, die er anschaut. So. Das war falsch. Der hat sich da irgendeinen angesehen? Ich muss noch mal rein. Wir müssen ihn noch mal verfolgen. Okay. Schauen wir mal. So, er guckt sich. Warte, Brudi, bleib da stehen. Ja, super scheiße. Wirklich. Ja, was ist das denn? Da ist er. So. Ja, aber was soll ich denn das? Was soll das denn jetzt im Fernseher sein? Das könnte der zweite in der Mitte sein von vorne. Ja, und wie soll ich das herausfinden, welche du da anguckst? Den oberen. Den oberen guckt er sich an. Okay, kleiner Mann. Der ist da unter mir. Ja, da ist er. Den da oben?
kann ich mir doch niemals merken. Da guckt er sich auch einen an, den ich überhaupt nicht erkenne. Das könnte der ganz untere gewesen sein. Ja, keine Ahnung, das ist ja richtig lustig. Das ist ja richtig lustig. Woher soll ich denn das wissen, welche er sich da anguckt? Also es sah so aus, als guckt er sich den hier an. Sehe ich irgendwie, ob es richtig ist? Nein, ne? Es muss die Kombination dann sein. Die Kombination macht's. Dann sah das fast so aus, als würde er sich... Ja, ist die Frage. Er ist von denen, weiß ich es nicht. Und von denen weiß ich es auch nicht. Das könnte sein, dass das der hier war. Oder wenn die Geräusche machen, ist es falsch. Und den. Nee, ist richtig. Also der macht auch Geräusche. So. Ja, und dann irgendwie noch den hier. Einer von denen. Schade. War wohl falsch. Aber welcher war falsch? Der macht keine Geräusche. Vielleicht wirklich die, die keine Geräusche machen? Ach, verdammt. Mach mal den hier. Der macht kein Geräusch. Dann haben wir den hier und den hier. Badabum. Zwei haben wir schon mal. Hätte ich gar nicht anmachen sollen, weil ich muss ja erst noch herausfinden, was mit denen hier ist. War das überhaupt hier oder war das in dem Regal? In der Ab... Das war hier nicht, das war hier. So, einer von denen. Ja, verdammt. Ich glaube, der ist es. Nicht. Der guckte sich doch nicht den an. Der guckte sich den an, klar. Und welchen hat er sich dann hier angeguckt? Den untersten? Ach, leck mich doch. Das war falsch. Wir schaffen das. Nein! Nein! Ach Mann, da war ich jetzt zu schnell. Und noch ein. Ach. Oh nein! So, jetzt warten. Okay, jetzt versuchen wir den. Mann! Ach, es gibt's doch nicht. Der hat sich doch nicht... Den habe ich doch vorhin schon versucht, oder? Doch hier hingegangen oder stand er hier? Nein, auch nicht. Der kleine Scheißer, wenn ich den erwische. Ach. Den hatte ich doch auch schon probiert, ne? Ja, klar. Ja, Mann, ist doch gut. Ach, der kann mich doch mal, der kleine Junge da. Wirklich, der kann mich doch mal. Mach weiter Spiel, wirklich. Das ist so eine ganz blöde Stelle hier. Du erkennst doch nicht, welchen blöden Fernseher er sich da anguckt. Guck mal da, da läuft er. Der Drecksack. Hoffe ich stolperste. Ah, guck ihn dir an. Da weiß ich schon gar nicht mehr, welchen ich da gedrückt hatte. Er guckt sich den mittleren an. So, und jetzt müssen wir hier rüber. So, einer ist an. Einer läuft. So, er kommt jetzt und guckt sich.
den Obersten an. Aber der Oberste macht ein Geräusch, wenn ich den anstelle. Kann auch dann auch nicht richtig sein. Da guckt er sich den Oberen an. Dieser verdammte kleine Scheißer, ne? Wirklich. Ich den erwische. Den erwische. Der läuft immer noch, der eine Fernseher hier. Der hat sich, wenn ich das richtig sehe, den angesehen. Der macht aber Geräusche. So, dann hat er sich den, glaube ich, angeguckt. Und hier den? Der macht keine Geräusche. Und den. Ja, du kannst mich doch wirklich mal. Was will er? Also wirklich. Diese. Das kann doch nicht sein. Oh Mann, was ist das denn für ein Mist, ey? Hat er sich den angeguckt? Vielleicht. Und vielleicht dann den. Ja, und hier weiß ich es nicht. Hier weiß ich es einfach nicht. Keine Ahnung. Der stand hier und hat hier irgendwo hingeguckt. Oh, ich hatte so Glück mit dem Netz. Die sind voll saftig und süß. Muss ich direkt über der Spüle essen, sonst ist alles eingesaut. Die kleine Ratte. Wieso isst du denn ein Netz über der Spüle? Du Nase. Netze schmecken gut. Und sind saftig und süß. Wenn du mir so ein Sabberkopf-Kino gibst. Hallo, hallo, hallo. Was macht ihr denn da? Ihr redet immer noch aber von Orangen, ne? Es ist noch alles in Ordnung, oder? Aber hier ist verdammt nochmal nichts in Ordnung. Wenn ich jetzt nochmal einen falschen Fernseher finde. Ey, der hat sich doch hier irgendwie... Hat der doch hier hingeguckt, so nach oben. Ey, ich muss das nochmal gucken. Na, nicht meiner Fantasie bitte, die ist, das ist gefährlich. Ganz gefährlich. Jetzt guck, pass auf. Von hier aus siehst du das nicht und von hier aus siehst du das auch nicht richtig. Der geht und guckt, keine Ahnung welcher das ist, ob das der ein unterer. Ach, diese kleine Mistratte, ey, wirklich, jetzt geht der schon wieder weg. Boah, hoffentlich gibt das eine richtige Infektion. Vielleicht hat der sich irgendwas jetzt eingefangen. Ja, da guckst du, ne? Der ist an. Ist richtig. Ja, weitergehen. Genau. So. Und jetzt kommt er. Und dann wird's ganz wild. Der guckt sich den Obersten an. Der guckt sich den Obersten an. Jetzt geht er dahin und guckt sich einen an. Das juckt jetzt keinen. Ich muss das bei dem einen Regal wissen. Warum hat nur die Kamera so eine gute Qualität, die anderen nicht? Den ersten unteren? Ey, wenn das nicht stimmt, ne? Ich sag's dir wirklich.
Ach, er macht doch Geräusche. Dann kann es doch wieder nicht richtig sein. Und hier sah das so aus, als würde er sich den ansehen. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Ich habe absolut diese verdammte kleine... Was war denn hier jetzt falsch? Ach, den, der war das. Ach Mann, ey, das ist doch kacke, ist das doch wirklich. Nein! Ist schon wieder fast ein Fehler gemacht. Jetzt fehlt nur noch da einer und ich erkenne halt nicht, welchen er sich da anguckt. Ich weiß es nicht. Das sieht so aus, als würde er sich den ganz oben anschauen. Halbe Stunde mit dem Kack jetzt hier. Nur weil er nicht erkennt, welchen er sich da ansieht. Boah, ist auch eine Orange. Aber eine saure, dem stecke ich den dann ins Gesicht rein. Da, jetzt kommt er. Ey, der guckt doch nach ganz oben. Ich raff's nicht, ich raff es nicht, raff es nicht, raff es nicht. Oh, guckt er sich den an? Ach, leck mich doch. Welcher ist es denn? Welcher ist es denn? Der ist es auch nicht. Ich hab doch alle hier schon durch. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, welchen ich betätigen soll. Nee, warte, der hat auch Geräusche gemacht. Ja, guck mal, ich brauche noch nicht mal CSGO spielen. Reicht schon dieses Spiel hier. Gibt gleich einen Rage Quit, aber einen ganz deftigen hier. Der hat niemals einen unteren sich angesehen. Niemals. Den hatte ich doch auch schon. Was mit dem? Ach ja, du mich auch. Der stand doch hier. Der stand doch hier auf jeden Fall. Reihenfolge wichtig? Nee, der geht ja einmal komplett durch. Ist ja auch egal. Das erinnert mich irgendwie an das Loch. Das Loch. Oh, das war schön. Ja, guck mal, das beruhigt mich direkt wieder. Ach, das schöne Loch, wenn ich daran denke. Das war auch noch eine schöne Zeit. Schön ins Loch reingedeift. Toll. Hier weiß ich schon gar nicht mehr, welcher es war. Ich glaube, der. Ja. Und jetzt bin ich raus. Ich bin einfach raus. Ich erkenne es auch nicht, welchen verdammten Fernseher er sich da ansieht. Hört sich jetzt aber auch falsch an. Nein, das hört sich, das ist ganz entspannt war das. War ein richtig schön tiefes Loch. Da waren wir drin. War schön, haben wir das ein bisschen erkundet, ein bisschen erforscht. Ganz vorsichtig sind wir eingedrungen. Es war schön. Da, guck ihn dir an, guck ihn dir an, guck ihn dir an. Der guckt da oben. Spion, grüß dich, wie geht's, wie steht's? Alles gut bei dir? Wir hatten eine Lochparty, ja, kann man so sagen. Kann man sagen.
Über ein wirklich unendliches Loch, was dann Gott sei Dank doch nicht so unendlich war und man doch einen Boden gefunden hat. Es war einfach schön. Es war sehr schön. Es war traumhaft. Es war ganz entspannt und nicht so wie hier. Ach, ich weiß es doch nicht. Ich kann doch jetzt nicht schon wieder irgendwie den Fernseher drücken. Da muss ich wieder alle nehmen. Ich sehe es nicht. Hat nicht jemand irgendwie eine Lupe am Start und kann mal gucken, welchen verdammten Fernseher sich der anguckt da? Jetzt kann die Kamera sich bewegen auf einmal. Hey, ich werde gleich wahnsinnig hier. So, jetzt aber. Der guckt sich doch den in der Mitte oben an. Aber es passiert nichts. Ich muss gleich nach einer Lösung gucken, sonst raste ich hier aus. Der guckt sich den an. Was ist? Habe ich die anderen noch nicht an? Ey, sag mir nicht, dass das jetzt geht. Der will mich doch wirklich verarschen jetzt, oder? Der verarscht mich doch jetzt wirklich, oder? Das kannst du doch nicht ausdenken. Was ist das denn für ein Mist? Ich habe den fünfmal angemacht, diesen beschissenen Fernseher hier. Ey, ich kann's nicht mehr. Ich kann's einfach nicht mehr. Was ist jetzt los? Was möchte das Spiel jetzt von mir? Hör Geräusche. Du verdammter, hoffentlich hast du richtig wehgetan. Da ist das große Ding wieder. Das war im letzten Stream, da war halt ein Loch, wo man nun endlich runtergefallen ist und so weiter. Ja, das war eine schöne Zeit. Das war eine richtig tolle Zeit. Ich wollte mal da hinten nochmal einmal in die Hütte gucken, ob wir da jetzt reinkommen. Ob der Manager dann noch sitzt. Wie laut das Geräusch jetzt auf einmal ist, ne? Jetzt ist die Hütte kleiner, ne? Aber kommen auch gar nicht mehr rein. Das Loch. Guck mal, ich hätte jetzt schon für Merch, hätte ich schon auf jeden Fall, hätte ich was. Ich würde ein unendliches Loch drauf knallen. Das haben wir jetzt schon geklärt. Doch, vierte Nacht, Gott sei Dank, ist es vorbei. Oh Mann, ey. Oh Mann, war das ein wilder Ritt. War das ein wilder Ritt? Rein damit. Schnell gucken. Was? Wo war ich sicher? Jetzt habe ich einfach gedrückt. Oh, guck mal. Kommt doch immer näher. Wir liegen da. Man sieht unsere Beine. Decke brauchen wir nicht, weil es warm. Hauptsache, der Chinchilla hat ihn angeguckt. Guckt er nicht eigentlich in unsere Richtung? Oh, wir wachen auf. Ja, wir können uns aber nicht bewegen. Glaube ich zumindest. Nein, können wir nicht. Und ich glaube, da steht jemand vor der Tür. Ich kann mich nicht bewegen. Ganz unangenehm, wenn sowas passiert. Ganz, ganz unangenehm. Richtig ekliges Gefühl. Oh, da kommt sie. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also, warum hat man denn das eingebaut? Das war's. Ich werd bescheuert.
Ich werde nicht mehr. Ich werde absolut nicht mehr. Also das war jetzt eine pure Enttäuschung. Das muss ich echt sagen, das war ja jetzt wirklich eine pure Enttäuschung. Das war ja gar nichts. Also da war Karaoke wenigstens mit den N, das war ja noch gut, die herauszufinden. Und die Geschichte war ja auch noch an, ja, ein bisschen interessant, aber das... Nee, jetzt will ich nicht mehr unterstützen. Karaoke, ja, aber das nicht. Ja, was soll man sagen? Ja, gar nichts kannst du da sagen. Das war's auf jeden Fall mit der Convenience Store. Das hat sich echt nicht wirklich gelohnt. Oder kommt da noch was? Nee, das war's wirklich komplett. Okay, wunderbar. Ja, das war's. Wir sind fertig mit der Convenience Store.